Hey Leute und willkommen mal endlich wieder zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Und ihr seht schon, wir spielen Altes Live mit Tobi und Flori. Flori heißt Florian 2, weil es schon einen Florian gibt. Und jetzt wollte Tobi mal so ein bisschen den Anfang machen, weil der hier den schönen Server entdeckt hat. Guck mal, Tobi, mein dein Mund. Einsatz. Ja, mein Mund bewegt sich, guck mal. Nein, dein Mund bewegt sich nicht. Fang an Doch, sein jetzt. Mund bewegt Bei sich. mir bewegt sich sein Mund nicht. Bei mir schon. Ja, los, jetzt Egal, fang auf jeden an. Fall, hallo erstmal, auch von meiner Seite aus. Wie ihr seht, wir spielen jetzt Altes Live, das heißt, wir haben so ein bisschen jetzt gerade eine Minecraft-Pause. Und zwar, Altes Live erstmal, das ist ein Roleplay-Game. Wichtig, Roleplay, nicht einfach irgendwelches sinnlos rumgeballer. Und lass mal hier ganz kurz weggehen, man hört die ganze Zeit Nein, hier Handy. gibt's keine Millionen und sonst, ihr könnt hier Sachen für Millionen kaufen, Leute. Cheeseburger für 1 Million, Sonderangebot. Wow! Big Mac für Bei 1 mir ist hier ein Auto durch die Bude für gefahren. 1,1 Millionen. Ja, die laggen hier so gerade Ja, ein der bisschen. ist gerade Egal. ein bisschen Auf jeden Fall desynkt. kommt mal mit, Am ganz kurz. ATM, wenn 1 Million will. Was? Halt. Am ATM, wenn 1 Million Erstmal da hingehen, wo ist der? Bin da. Oh, gib mir Geld. Hallo, ich will Geld. Ich auch. Wir wollen alle Genau, ich Geld. will auch Geld. Okay, Ich will Geld. Das muss jetzt schon fair Nein, aufgeteilt jetzt werden. Jeder kriegt eine komm mal mit, Million. Torben. Also jetzt Und Flo. überweisen Ja, wo sind... Lol, was steht denn hier? Ist das ein Kopf oder ein Rebell? Oh, Das Hammer ist. Flo. Wo seid ihr denn jetzt? Kommt mal. Da ist Hallo. einer mit Tauchanzug. Ich guck mal den Rucksack. Ja, Nein. jetzt. Okay, kommt mal. Hier. Wo bist Hallo, du? Flo, hier bin ich. Ach Komm mal da. hier. Ich bin voll der Skillor, ich kann rückwärts gegen eine Wand rennen. Lol, Tom ist bei mir durch die Wand gegangen. Ja, Ich ihr bin auch. einfach total Der oft Server vor die liegt auch Wand ein gegangen. bisschen. Oh, lass mal ins Haus verkriechen, ey. Ja. Hilfe! Die schreien alle so So, rum. kommt mal, hier ist es leise. Lass uns hier, lass uns einen Sitzkreis aufmachen. Ja, okay, finde ich gut. So, okay. Auf jeden Fall, Altes Life ist ein Roleplay-Game. Es gibt einmal Zivilisten, das sind wir jetzt. Die Zivilisten können sich hinterher auch als eine Rebellenlizenz kaufen, dann werden sie Rebellen. Und es gibt Polizisten, die passen halt hier so auf alles auf und so. Und hier ist das Ziel halt, möglichst viel Geld zu haben und so ziemlich alles zu erreichen, wie im echten Leben. Man führt hier quasi sein echtes Leben, muss Geld verdienen. Muss ich trinken kaufen, muss Naja. mal auch ins Krankenhaus zum Beispiel, wenn man verletzt ist. Die Autos explodieren bei kleinsten Sachen, was eigentlich unlogisch ist, außer Aber wenn ist man... relativ Ne, die lustig. explodieren nur, wenn man voll gegen eine Wand fährt, oder? Ja, aber die Meint gehen ihr? halt Ja. extrem schnell kaputt, das ist Ja, das. genau, wenn man gegen Verkehrsschild und so. Straßenschild fährt. Hier auf dem Server, das ist ein sehr guter Server. Es gibt halt viele Regeln, es gibt Bußgeld, wenn man zum Beispiel ein Stoppschild überfährt. Also nicht mit überfahrender Schild umfahren, sondern halt da einfach über diese Linie Man fährt. muss dann so Und eine Tür nicht vom Moment einmal. Polizist erbeschweren. Ihr seht jetzt schon hier gerade in der Map, das ist eine riesige Karte. Genau. Und Und da gibt's halt verschiedene Sachen. Man kann halt Kupfer, Minen, meinen, Eisen, Gold. Ne, Gold gibt's hier auf dem Server. Keine das Ahnung. hier ist ein Polizeitrainingsgelände. Da ist Betreten verboten. Ja, das werdet ihr aber auch im Laufe. Also, wir werden das betreten. Ihr werdet es im Laufe dieses Let's Plays auf jeden Fall sehen und ja, wir sind jetzt hier ganz neu auf dem Server. Ich war eine Zeit lang allerdings AFK und habe deswegen jetzt schon 50.000, die beiden anderen müssten 25.000 Ja, haben. irgendwie sowas. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt an, oder? Ja, also, wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Aber wir haben Bock Wir drauf, würden also uns machen wir es freuen. sowieso. So, okay, ich würde Und sagen. ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Oh, da ist ein Quad. Kann man das Also, klauen? als erstes muss man sich zum Beispiel durch Copper Mining oder als Flo, Apfel farmen Äpfel. und Ja, verkaufen du ein hast noch nie bisschen Äpfel Geld. gefarmt, Flo. Wir haben dir auf Ja, den anderen Servern das Geld in den ich Arsch hab geschoben. nur danach erwähnt, oder Apfel farmen, ein bisschen Geld Lol, der beschaffen. ist direkt vor mir einfach hier Och, das ist ein hingelegt. Polizist. Ja, ich wollte hier Kleidung mal kaufen. Kleidung. Ja, ich will doch nicht so. Oh, Wie jemand viel kauft kostet hier denn so erst ein ein Offroader? Auto. Das ist eine der Keine Ahnung, Carshop. habe ich vergessen. Moment, ich guck nach. Hier. Mann, der ist hier nicht. Offroader, Geländewagen, regulär, 24.000, permanent Okay. 36.000. Ja, den kann ich mir schon holen. Ja. Ja, ich hole mir auch noch mal Kleidung. Wo gibt's denn hier Kleidung? Warte, wie viel kostet ein... Wir könnten uns einen Hey, Truck holen, Tom! aber hätten dann keine Rucksäcke. Hä, das macht aber keinen Sinn. Ja, deswegen, Warum? ich würde sagen, ich hole mir einen Offroad, ihr holt euch auch noch einen Offroad, dann haben wir zwei Offroader und Rucksäcke. So, wie viel Ja. kosten Rucksäcke, weißt du das? 5.000 schätze ich, oder? Ach so, muss man... 1000, Moment. Clothing Store, ich bin da, Moment. Ja, die kosten Backpacks. 5000, der große. So, ich hol mir Ja. meinen in Rot. Den Offroad.
Warum kaufen wir uns keinen aber in Truck? Darkrot. Hä, so, weil wir Offroad mehr Sinn macht. Kennen. Das ist... Ja, okay, das so. Stimmt. So, ich hab... You do not have ach so. A required license. Ja. Flo, wer holt sich von uns das Auto? Ach, guck mal, da ist der da Florian. Ist Florian. Flo, ich bin... Flo, ich bin der bessere Fahrer, ne? Ich bin auch Florian. Flo, ich bin der bessere Fahrer, oder? Nein, ich will fahren. Du kannst das Rückweg fahren. Ja, aber ich hol mir den Offroad, meine ich, oder? Alter, okay, du brauchst erstmal eine Lizenz. Ja, 1000. Ich weiß, die muss ich hier gerade abheben. Flo, gibst du mir dann, gibst du mir 9000... Wie viel kostet der? 38.500? Ja, heb doch erstmal für die Lizenz ab. Ja, hab ich doch, Leute, Kollege. Ja, aber du musst dir, kauf dir erstmal die Lizenz, du kannst überfahren werden und dann sind 38.000 weg, Thor. Ich hab doch erstmal 1000, aber die wohl... guck mal, wie die hier alle rumlegen. Hä? Ja, das, die legen ja, die desinken ja nur bei uns, normal fahren die ganz auf der Straße. Ja, aber das, die können da uns dadurch ja auch überfahren. Ja, aber ich hab ja, nur ein... Torben, ich hab doch nur 1000 abgehoben, jetzt hör mir doch mal zu. Sag, wo ist denn hier der ja, lass mich doch mal ausreden. Folgt mir. Ja, nee, ich bin schon auf dem Weg. Ja, ich ja auch. Ich bin nur noch 170. Ich bin noch 80. Genau, also ihr seht, man braucht zum Beispiel erst einen Führerschein, um Auto fahren zu können. Dann braucht man hallo. Einen Pilotenführerschein, um Pilot zu sein, Waffenschein. Und zum Beispiel, wenn man einmal überfährt, dann ist der Führerschein weg. Und man bekommt halt noch die zusätzlichen Strafen. Ja, wenn man einen überfährt, dann ist der Führerschein weg. Ach, guck mal, das ist hier cool mit den aber Schildern, nur, ne? Automatisch oder nur, wenn die Polizei einen halt erwischt? Hä, nee, automatisch. Ist ja auch die, die Dings weg. Jetzt, Tom, so. Piss dich. Ich kann den nicht anvisieren. Flo, überweist du mir dann gleich, wie viel? Ja, ich gebe dir das, sonst kommen hier Steuern und Dingsbums. Ja, ja, klar. Aber wir treffen uns dann am Marktplatz wieder, ne? Ja, ja, ich gehe da wieder hin. Okay. Bin ja jetzt auch aber ich besorge auf jeden Fall, wir sollten uns auf jeden Fall wieder was Gleiches zum Anziehen kaufen. Das kostet 2500. Ja, aber, das ja, aber zuerst holen wir uns jetzt einen Offroad, mein Lieber. Ja, sagen, natürlich. Ja, aber wir haben... Flori, sag mal kurz ruhig. Was? Nee, Leute, was Apfel, ne? Da passiert etwas Komisches. Da hebt ein Auto ab. Was? Da hebt ein Auto ab, Leute. Jetzt ist es weg, jetzt ist es weg. Ja, Tom, wie schon gesagt, hier lenkt gerade der Server ein bisschen rum. Hey, und hier sind Pfeile auf dem Boden. Eine Frage. Oh. Wollen wir zuerst direkt mal eine Kupfertour machen, oder? Flo, können wir machen von mir aus. Aber da bräuchten einen, können wir nicht machen. Wir brauchen eine Kupferlizenz dafür. Und ich weiß nicht, wie viel die kostet. Da müssen wir gucken. Alter, das Auto geht... Lol. Oh, nee. Und das ist jetzt aber uncool. Hä? Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Chill mal. Warum? Ja, weil ausgeraubt wird, oder? In 5 schnell Dings, mach mal die ganzen Bank, die Zentralbank ausrauben weg, die Nerven. Jetzt Flo, bist du mir gerade gefolgt? Ja. Herzlichen Glückwunsch, wir sind völlig falsch gelaufen. Wo sind wir hin? Lol, Florian wurde festgenommen. Komm mal mit. Ich hab doch gerade nachgeschaut. Hey, wo sind wir? Ja, folgt mir jetzt einfach. Ja, ich hab mir jetzt einen Waypoint gesetzt. Ja, ich auch. Herr Officer. In die falsche Richtung gerannt, Idiot. Halt dein Maul. Ich bin schlauer als du. Muss ich mir... Herr Officer. Okay, ich hab eine Frage. Was ist denn, Torben? Ich will ihn fragen, ob ich mir Sorgen machen muss oder ob da welche unterwegs sind bei der Bank. Alter, nervt das gerade, ey. Es regnet. Och Mann. Es regnet gar nicht. Na klar regnet's. Bei mir und es prasselt auf ach so, mein da, Fenster. Ach so, ja, ja. Und es prasselt ja auf mein ich dachte, Fenster. Ist hier, hey. Da ich ja hä? Dachboden. Regnet es bei euch? Ja, bei uns ja. Regnet's. Bei uns nicht. Oh, Arsch. Und vor allem, ich bin ja im Dachboden, da sind ja diese schrägen Fenster und da knackt das voll drauf. Bam! Auch nochmal weggeklatscht. Hallo, achso, ich würde nie in zerstörte Häuser gehen, weil da sind meistens Wagen eingedingst und da gibt's dann so einen Bug. Oh, jetzt habe ich keinen Ausdauer mehr. Alter! Was? Habt ihr mal geguckt, wie viel ein Dietrich kostet? Was? Habt ihr mal geguckt, wie viel ein Dietrich kostet? Nein, wie viel? Chillige 15.000. Oh. Ich wollte mir jetzt gerade ein Auto knacken. Moment, ich guck noch einmal, wie viel der kostet. Torben? Ja. Alter, wie die ganze Zeit nur... Ah, nee, ich brauche nur 7.000. Ey, eine Frage.
Könnt ihr mal bitte auch von einem Side-Channel zu reden? Das nervt einfach nur. Flo 7000. Flori, ich guck mal, ob man den... Soll ich mir alles abheben, weil, Nee, erstmal ja, noch nicht. Man braucht das in bar. Weil die Zentralbank wird ja aus. Ja, aber jetzt brauchst du noch nicht. Gib mir einfach 7000. Okay. Wie viel kostet der nochmal? 38.000? Nein, 36. Okay, dann hebe ich mir mal 45.000 ab. Huch, nicht 145. Lol, die Rebellenlizenz kostet nur 77.000, das ist schon mal gut. Ja, aber die holen wir uns hinterher mal. Ja, klar. Das geht ja jetzt auch schnell. Hier, guck mal, lass mal erst Rucksäcke und so schon holen. Ja. Können wir gerne machen. 1000. So, dann einen Backpack. Flo, holst du dann für mich, für... Achso, ich brauche ja noch Geld für den Rucksack, habe ich nicht mehr. Ich habe schon mal was Vernünftiges zu kleiden. Das Problem ist, ich kann mir jetzt leider kein, wenn ich den Offroad habe, kann ich mir keinen Rucksack mehr kaufen. Ich habe kein Geld mehr. Torben, guck mal, hier, kauf dir diese Underwear. Ich kann mir doch nichts mehr kaufen. Ich will ja nicht im Flori sein ganzes Geld absnacken. Ja, Moment. Alter, ich will eine Wissenschaftlerkleidung. Die sieht ja mal mega geil aus. Tobi, hinterher brauchen wir alle Wissenschaftlerkleidung. Hinterher brauchen wir alle Wissenschaftlerkleidung. Zieh die mal rein. Nein. Die sieht ja mega. Ich mal Underwear 1 an. Die sieht richtig gut aus. Underwear 1. Da steht bei mir Unterwäsche 1, Unterwäsche 1. Ja, du hast auf Deutsch. Ja, aber bei mir steht 2x1. Achso, ja, nimm die. Ja, guck mal, die sieht irgendwie voll cool. Ja, aber ich kann mir jetzt hier gerade keinen kaufen. Welche, die obere oder? Die obere. Flo, ja, die sieht voll gut aus. Do you have a little bit money for me? Ja, ich hab die an. Und einen Backpack halt. Hast du ein bisschen Geld für mich, Flo, für einen Rucksack? Ja, ja. Okay. Ich brauche jetzt nicht... Der Florian! Hallo Florian! So, ich hab einen Offroad. So, ich hab mir die auch gekauft. Dann jetzt zum... ne, den gibt's ja auch im Plus Outback Store. Ja, ja. So, natürlich schön einmal gucken. Okay, warte, dann muss ich zu dir. Ich finde das irgendwie kacke, dass man hier nicht blinken kann. Willst du dir auch diese Kleidung, die ich hab? Nee, brauche ich nicht. Ich will dir nicht dein ganzes Geld wegsnacken. So, wir müssen dann auf jeden Fall noch einmal Toolkits und so holen. Danke. Ne? Ja, Flo, holst du uns dann Toolkits? Vorsicht, ich laufe mal kurz über die Straße. Also ich habe mir schon den Offroader gekauft. Ja, ich hole mir den jetzt auch. Flo holt dann. Natürlich hier. Großer Rucksack Kaki, holen wir uns oder Oliv? Ja, ich hab mir Kaki geholt. Ich hab mir den auch geholt. Okay, dann hol ich mir auch Kaki. Ich glaube im Nachhinein wäre der andere besser gewesen, aber egal. Kommt halt immer. Bezahlst du jetzt erst? So, ich hol mir jetzt schon mal den Offroller. Ich habe, hol ihn dir in Dark Red. Oder sollen wir uns einen in ADAC holen? Nein, hol dir in Dark Red. GPS, aber Dark Red ist scheiße, ich mag Dark Red nicht so. Torben, hol dir doch. Aber ich mag den nicht so. Torben, hol den Dark Red. Ich mag den aber nicht so. Ich möchte, hol dir den doch einfach. Ich möchte den Kolonne richtig cool fahren. Ich möchte den lieber in... Nee, gelb und weiß sieht auch scheiße aus. Blau-weiß hatten wir schon. Ja, meinetwegen. Nee, ich in ADAC. Wenn, dann hole ich ihn mir in ganz rot. Ja gut, mach das. Und jetzt Torben, ist er richtig hellrot. Ja, ist er. Oh jo. Tom? Hä? Wir müssen sowieso einmal... Ja, warte, wir fahren einmal kurz weg hier. Komm schnell, komm rein. Flo, komm rein schnell. Wir müssen zum General Store, ne? Ist euch klar? Das heißt, es macht gar nichts, wenn ihr... Haltet warum, da, wo meine aufsteht. Warum zum General Store? Für GPS... Hä, der ist aber hier. Der ist hier. Der ist hier. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, Tom, das Auto muss da weg. Ja, ich weiß. Das ist verboten. Ja, außerdem, ich hab schon einen GPS für mich und ein Toolkit. Ja, ich hab kein Geld mehr, Tobi. Der sagt das doch, aber wir nicht. Ich hab kein Geld mehr. Ja, ich könnte dir noch was vorschreiben. Wir sind ja teilen. Ja, ja, klar. Steig dann eben aus, ne? Ja, warte, ich park das Auto hier schön am Straßenrand. Gehst du mal da... Ey! Was soll das denn? Und darf ich dann gleich fahren? Ja, ja, klar. Guck mir der Arsch auf einen Rucksack. Entschuldigung. Ja! Okay, GPS. Wie viel kostet das? 1500, das ist ordentlich. So. Das habe ich mir aber geholt. Torben? Ich bin da. Hier nochmal Geld halt, ne? Ja, ich bin... Dann kauft ihr auch zu... Hä, wo bist du? Beim ATM. Ach so.
Ich bin an dem Store. Ja. Dann kauft ihr auch ein GPS und auch nochmal Toolkits, 2 Stück. Jo, Alter, ich backe hier durch das Schild. Gut. Du kannst alles wieder einzahlen, Flo. Wenn du was übrig hast. Ja, guck doch. The robbery has failed due to unknown reasons. Ich dachte also, jetzt, du hättest irgendwo Geld gefunden. Der Bankraub ist fehlgeschlagen aus unbekannten Gründen. Moment. Ach, hier gibt's auch einen Truck Boxster. 360, 720. Der sieht richtig fett 720, aus. 720, ja, der ist, der hat halt noch so eine Box hinten drauf, ne? Das gibt ja auch bei Hammett Box. Ja. Hallo, könnt ihr mal hier meinen Wagen in Ruhe lassen, bitte? LOL. So, Tom, das hallo, was soll der Mist? Hallo? Danke. Entschuldigung, Polizei. LOL. Ah, hier gibt's einen steuerbaren Fallschirm, sehr schön. Und Toolkits. Hey, was soll der Mist? Was haben die gemacht? Sorry. Einfach ausgenockt. Erstmal eine Polizei schreiben. Der so, kommst du ins Auto? Der... Achso, ja, klar. Komm her. Ja, ich bin beim Wagen. Ja, Moment. Erstmal auf Passagiersitz. Abschließen. Schraubt Z. Leute. Give in Key. Der Safe. Geländewagen, Flo. Moment, Flo, warte nochmal. Weil ich habe gerade noch... Ich habe dir die Schlüssel gegeben. Ich habe die Schlüssel gegeben, ne Flo? Ah, okay. Moment, fahr noch nicht weg, bitte. Weil... So, okay, jetzt hat sich erledigt. Ich hab nur schon mal den Motor Nein, das tust du nicht. Man darf nicht in der Safe-Zone rauben, sonst wird man gebrannt. Nur so ein Tipp. Schnell abschließen. Gut. Bevor der hier reinkommt. Okay, wo seid ihr? Nein! Nein, der ist mein... Steig mal aus oder ich fahr die ganze Zeit mit. Aus! Haha, da wurde der... Raus hier! Beide aussteigen. Nice. Der wurde direkt gebrannt. Nein! Komm, Tom, schick den raus, sonst ruf ich die Polizei. Geh raus, sonst ruf ich die Polizei. Ja, komm, tschüss. Abgeschlossen? Ja, fahr. Eben einen Waypoint, wohin wollen wir? Ja, zum Apfelfeld. Ach, da seid ihr. Ihr müsst gerade ausfahren. Einfach, Flo, guck mal, da steht ein Offroader auf der Straße. Oh, warte, man sollte hier übrigens nicht zu schnell fahren. Wie hupt man nochmal? Boah, linke Maustaste. Boah, kommt schon, Jungs, ich überhole euch. Passt auf. Bist du dumm? Aber selber. Ich sagte euch, überhole euch. Ich hab den Wagen vor uns überholt. Ich hab zuerst gesagt, ich überhole euch. Kannst du nicht zwei Wagen, die gerade nebeneinander fahren, überholen? Ihr wart nicht nebeneinander. Ich hab gesagt vorher, ich überhole euch, als ihr hintereinander standet. Ich fahr nicht. Stell dir mal vor, ich würde... Ich fahr nicht, Tobi, ich fahr nicht. Ja, Mama. Ja, nein. Deswegen ist ja auch nichts passiert. Haha. Flo, ey, der Witz war. Hier nicht schon das Apfelfeld? Was meinst du, wo ich gerade reingefahren bin? Ich hab dich nicht mehr gesehen. Ach, guck mal, hier steht ein Quad. Versuch nicht zu zerstören, Flo. Zu Not. Hallo. Wir haben ja 4 Toolkits, Alter. Hallo. Ja, aber, ne? Je mehr Geld wir sparen können. Alles okay bei dir? Wir fahren da auch zum Tobi. Ja. Nö, nur so. Du musst auch in die Mitte, Flo. Nach rechts. Ja, dann schönen Tag noch. Noch weiter nach rechts. Da hinten. Nein, rechts, genau da. Hallo. Was, den ich jetzt überfahre? Das bin ich, du Esel. Ja, deswegen habe ich ja gefragt, bist du das, den ich jetzt überfahre? Aus. Ich habe abgeschlossen. Ja, okay. Boah, voll die spannende Ja, ich würde sagen, wir überspringen das Apfelpflücken und sehen uns dann gleich wieder, wenn es mal wieder, oder? Ja, wir sehen uns dann gleich mal, wenn wir hier mit den Äpfeln fertig sind. Genau, und dann ein bisschen spannendere Sachen also, machen. Also, wenn wir hier mit dem Pflücken fertig sind, ja. Das überspringen wir eben. Also, bis gleich. Tschö. So, Leute, da sind wir wieder. Pass auf, das ist Zaun. Die Äpfel haben wir gepflückt, wir haben, herausgefunden, dass es noch langweiliger für euch geworden wäre, weil in so einen Offroader passen 110 und ins Inventar. Nein, genau. Nee, genau. Ins Inventar 110, der landet übrigens gerade wieder ein Auto. Ins Inventar passen 110 und in den Offroader 135. Hier landet gerade ein Auto? Flo, langsam fahren. Ja, und ich sollte mal auch rechts fahren. Ah ja, genau, dafür gibt es übrigens eine Strafe, wenn man nicht rechts fährt. Ja, das ist aber auch gut so, das ist so ein Roleplay, weißt du?
Sobald ich in der Stadt bin, muss ich langsam fahren, weil... Der steht da immer noch, den könnte man voll gut knacken. Ja, bei Markt. Ja, Markt, warte, ich kann vorfahren. Der ist direkt am Marktplatz, oder? Einfach geradeaus. Nein, der ist da nicht. Tor, warte, ich fahre. Ah, da. Ja, der ist da, wo er immer ist, Flo. Ja, hier, komm mit. Stoppschild. Das sah nur so aus, als hätte ich es überfahren. Habe ich davon nicht gerade noch gesprochen, dass man das nicht darf? Der ist auch ziemlich schnell, man darf nur 50. Flo, ey, du bist kein Polizist. Ich fahr grad 40, das erlaubt. Naja. Ich glaub kaum, dass sich hier wirklich einer an 30 hält. Komm schon. 30? Man darf doch 50. Nein, 30. Was? Flo rettet mit 50 durch die Stadt läuft. Flo, pass auf, ich steig aus. Ja, bei dir muss man das immer noch dazu sagen. Am Drogendealer einmal war lustig. Flo, bleibst du stehen, gut. Wow, du kriegst für 110 Äpfel, Torben, ich glaube, wir brauchen ein bisschen. Du kriegst für 110 Äpfel 5500. Wow, die sollen sie nicht übertreiben. Immerhin etwas. Ja, das heißt, wir müssen ein paar Touren machen, bis wir Flo's Offroader haben. Ich glaube, das kann man auch wieder gleich vielleicht gekonnt mit einem Kampf. Flo, da sind noch 25 drin. Aber egal. Hm. So, perfekt. Ich habe 21.000. Ja, ist doch schon mal was. Ich kaufe mir noch ein Water Bottle und so. Ich nicht. Was ich jetzt mal. Ah doch, man verliert voll viel Hunger. Ach nee. Ich kaufe mir Soll ich mir aber wieder komplett auf 100. Eine Water Bottle. Ey, wenn sich jemand einen Apfel kauft, ey, den lache ich aus. Und Rasenfleisch. Ja. Ich habe 12.170, insgesamt habe ich dann 27.000. Ah, tu, da hat der Flo seinen Offroader. Der Flo hat seinen Offroader. Der Flo hat seinen Offroader. Der Flo hat seinen Offroader. Stimmt, hat er, aber wir müssen noch nach einer Kupferlizenz gucken. Ja, aber erstmal holen wir jetzt Flo einen Offroader. Ja. Komm Flo, steig ein. Du brauchst jetzt aber keinen Wave. Ja, nee, der ist ja am Marktplatz. Nee, habe ich nicht. Oh, Stoppschild. So. 1, 2. Ja, so lange wartest du immer am Stoppschild. Musst du. Was? Ich warte ja, natürlich. Okay, dann ist... Verkehrs... Ach, hier gilt alles klar. Verkehrs... rechts ja, links. Ja, okay. Hab ich beachtet. Ey, ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt, weil ich mit Tom fahre, der ein Stoppschild überfahren hat. Ey, und mir erzählst du, ich kann nicht... Hä? Fahren. Ich kann doch fahren. Wo ist dein Problem? Ich bin gerade voll zur Seite gefahren. Hä, das war dann bei dir ein Lag. Ich bin ganz normal auf der Straße gefahren. Und Tobi fährt voll... Langsam. Achso, weil der Polizist ist. Hallo. Kann man die Bildschirme irgendwie anmachen? Also ich weiß natürlich, dass man die hier anmachen kann, aber... Guten Tag. Müssen wir dann eben das Geld geben, ne? Alles okay? Ist alles okay, Herr Verkehrspolizist? Achso. Flo, kommst du? Zum AT. Och Mann. Immer die Polizei, die ist immer so laut. Was will der da bei mir? Der steht da die ganze Zeit so an meinem Wagen. Ich hab irgendwie... Ja gut. Moment einmal, Flori. Ich hol mir einmal kurz so nachts die Kleidung. Ich hol mir erstmal die Kleidung. Ja, weil ich finde die nicht so schön, meine im Moment. So, das sieht jetzt schon besser aus. Football, coming ball. Wo stehen die Lizenzen nochmal? Ich habe die schon gesehen, die stehen. Ah, da stehen sie. Hey, was willst du mit denen? Achso. Ja, Lizenzen. Ja, ja. Die kostet 8000 oder so, ne? Copper-Lizenz, 8000. Lol. Ich hab jetzt 21.000. Ja, kein Problem, kann ich dir geben. Würden Sie mal in meinen Rucksack gucken und gucken, ob Sie da was raus entnehmen können? Achso, ja, das sagt man natürlich freiwillig. Wie viel hast du? 21.000. Also nee, ich kann das nicht. Ist nicht. Ah cool, nein. Danke Ihnen. Oh, dann reicht das schon aus? Ja, 36.000 kostet der. So, ich hole mir jetzt erstmal einen Hut. Okay, dann habe ich jetzt noch gesamt 800 Geld. Ich hab noch 310. Also, 1310, sorry. Oh, Captain, scheiße. Welcher Farbe? Ist egal. Ist es derzeit möglich, einen Restart zu machen? Naja.
schon hier bleiben. Ach komm. Bei Tom und Lee. Sorry, Sir. Alter Weißflo. Der wird doch voll schnell... Ja, deswegen! Ja, das wusste ich doch nicht. Woher soll ich wissen, dass der schmutzig ist? Weiß? Guck dir hier die Umgebung an. Ja, aber ich habe ihn doch gerade frisch gekauft. Ja, aber dann wird er ganz schnell schmutzig. Nach einer Sekunde da. Nein, aber ich meine, ich hätte mir sowieso kein Weiß gekauft, weil der wird dann ganz schnell schmutzig. Willst du mich verarschen? Wie kostet der Hut denn? Ja, da sieht man's nicht. Ja, da so. Sieht man's nicht so stark. Was scheiß drauf. 200... Lol, mir fehlt ein Dollar, um einen Hut zu kaufen. Ein Dollar. Ja. Ach, einen Hut wollte ich mir auch noch holen, aber ich kann dir was geben, Tobi. Willst du genau einen Dollar haben? Ja. Okay. Bitte keinen... Nee, ich brauche aber dann noch ein bisschen Geld für das. Was? Was hast du denn dir für einen Hut geholt, bitteschön? Was? Was hast du denn dir für einen Hut geholt? Hey, ich hab mir ja noch keinen geholt. So Leute, sorry gerade für die kleine Aufnahmeunterbrechung. Mein Speicherplatz ist voll, aber ich habe jetzt ein bisschen was gelöscht. Und wir cutten jetzt aber hier sofort wieder, weil wir wieder am Äpfelpflücken sind. Flo hat seinen Offroader hier in Schmuddelweiß. Ja, wieso? Lass doch ein bisschen dabei reden. Der Flo wollte doch sagen, was wir vorhaben. Ach ja, genau. Ja, der Flo wollte euch ein bisschen erzählen, was wir so vorhaben. Und das kann man ja gut bei Äpfelpflücken. Ja, jedenfalls wollten wir jetzt halt ein bisschen Geld farmen, so Kopperton und so. Und später wollten wir uns dann halt Waffen kaufen. Und dann zum Beispiel zu Verkäufern, also zu Händlern fahren, zum Beispiel zum Drogendealer oder zum Diamantenverkäufer oder sonst was, wo halt Leute hinkommen, die teure Ware an Bord haben. Dann verstecken wir uns da. Lassen die verkaufen? Genau, lassen die alles verkaufen, dann kommen zwei da an, fordern, dass die halt aussteigen. Flo, du brauchst jetzt noch nicht sagen, wie genau wir das machen. Ja, und dann rauben wir sie halt aus. Genau, dass wir dadurch so ziemlich unser Geld verdienen werden. Das Problem ist halt, dass man diese Nachricht halt im Chat sieht und dass die Leute so mit hoher Wahrscheinlichkeit halt dann auch entsprechend sauer sein werden und die Polizei verstärken. Ja, das ist halt dieses kleine Risiko, das man hat und diesen Kick braucht. Deswegen, wir müssen dann halt immer direkt weiter. Ich kann mal ganz kurz gucken, wie viele Drogendealer es auf der Map gibt. Also den Standard bei Kavala gibt es. Ja, den das ist eigentlich hier viele Standard. Dem bei Atira gibt es, dann gibt es einen an der, wo ist das, wie heißt die Stadt, Pyrgos gibt es noch einen in der Nähe und ansonsten gibt es noch einen oben in Sofia, wenn das Sofia ist. Das Problem ist halt nur, an Drogendealern da, wenn da eine Polizei mal Streife macht. Und wir dann steht ja einer an der Straße, wie gesagt, und steht Schmiere. Dann kann der ja jederzeit sagen, geht weg. Wir haben ja nichts Illegales da. Außer ja, die Waffen. Ja, aber hallo, wenn die Waffen, die können wir ja schnell in den Rucksack stecken. Deswegen, wenn wir solche Touren machen, müssen wir immer Platz für einen für die Waffen in den Waffengürtel oder halt im Rucksack haben. Du bist halt nur der Typ. Jetzt klar, dass die Polizei, also die Polizei, die kann halt, auch wenn die Waffen im Waffengürtel sind, kann die sehen. Ja, aber das ist ja nicht verboten. Ja, ja, klar. Da kann die ja nicht. Solange wir die Lizenz haben. Falls mal irgendwas passiert. Nee, ich meine jetzt nur, weil wenn wir gerade mitten im Überfall sind. YOLO. Dann werden die Bullen auch noch abgeknallt. Was? Dann werden die Bullen auch noch abgeknallt. Ja, das darfst du aber nicht direkt sagen. Ja, nee, dann sagen wir, entweder sie bleiben da stehen oder wir erschießen sie und oder die. Und nein, ich würde keine Polizisten erschießen, ich würde weglaufen. Ja, weglaufen. Das macht aber keinen Sinn, weil die Polizei kriegt uns sowieso. Nein. Doch, Tobi, die haben ja SUVs. Ja, aber das ist scheißegal. Hallo, dann kriegen wir maximal, ich glaube, 22.000. Und wenn du einen Polizisten tötest, bekommst du 150.000. Also, ich glaube, da ist... ich fahr schon wieder. Was? Jetzt schon? Ja, wir waren doch AFK und haben da Aufnahmen gelöscht. Also deswegen würde ich sagen, dass wir da eventuell nicht... Wir haben noch 4 Minuten. Ja, Mal gucken, was die Zeit bis dahin gebracht hat. Mein Spiel. Ja, ich fahr jetzt auch, nee, Tobi. Tom, es macht keinen Sinn, wenn du so ein hohes Risiko eingehst und dann nochmal 150. Was machst du? Ich fahr, weil wir nur noch fertig. Ja, nee, aber wir haben nur noch 4 Minuten. Hä, Torben, das passt locker. Jetzt bleib doch mal hier. Ich bin auch voll, merke ich gerade. Ich hab nicht dein Auto. Kannst du in der Aufnahme sehen. 106. Moment, Auto. Da passen noch maximal 10 Äpfel rein. Scheiß auf die 10 Äpfel.
Ja. Ich weiß, dass da mehr reinpasst. Nein, sie ist in der Aufnahme. Guck die Aufnahme. Ich werde mir die angucken.